Ja, also jetzt geht es um Konsolidieren, Integrieren, Komplettieren. Und zwar Zahlungsverkehr und Wertpapier-Nachhandelsbereich. Wir versuchen also Zahlungsverkehr und Wertpapiere zusammenzubringen. Und wir, das heißt Matthias Papenfuß von Clearstream Banking Frankfurt. Matthias, bitte. Gesa Bender von BNY Mellon. Global Head of Collateral Management Products. Ja, Collateral spielt auch eine Rolle. Gregor Roth. DZ Bank, Bereichsleiter Transaction Management und last but not least Dr. Heiko Beck, Vorstandsvorsitzender der DWP Bank. Ja, genau, Herr Beck, nehmen Sie den. Und wir machen das Ganze jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und deshalb würde ich sagen, ich spare mir alle Präliminarien. Wir springen bitte gleich zu einer TED-Frage, zu einer Publikumsfrage. Und zwar, im Zahlungsverkehr gibt es ein Thema, über das wenig gesprochen wird, über das man nicht so gerne spricht, das aber gleichwohl doch vorhanden ist. Und zwar, das ist der Kannibalismus. Und was ich sozusagen von Ihnen wissen möchte, wenn Instant Payments, ja, das New Normal wird irgendwo, wo sind wir hier unterwegs? Kommt es hier dazu, dass das Angebot an anderen Zahlungsvarianten, also SEPA, Target 2, dass das kannibalisiert wird oder geht es nur um eine reine Komplettierung? Bitte antworten Sie jetzt. Okay. Ah. Und dann Gregor als Leiter des Transaction Management. Das ist jetzt natürlich ein Punkt für dich. Was sagst du dazu? Überrascht dich das? Siehst du es genauso? Wenn ich es ja kurz machen sollte, würde ich einfach antworten, das überrascht mich nicht. Es überrascht mich wirklich nicht, denn eine Transaktion kann man nur einmal ausführen. Und entweder mache ich sie instant oder ich mache sie nicht instant. Dass wir dadurch jetzt mehr Transaktionen bekommen, würde ich erstmal ein Fragezeichen hinter machen. Ja. Deswegen glaube ich, dass es am langen Ende zu einer Kannibalisierung kommen wird. Ich persönlich glaube auch den Diskussionen, die wir in der Vorpanel hatten, dass instant das New Normal wird. Wir sollten nur wirklich den Kunden auch ein wenig Zeit geben, sich an das New Normal zu gewöhnen. Und wir sollten aufpassen, dass wir den Kunden auf dem Weg nicht mit verschiedenen Komponenten überfordern. Deswegen, mich überrascht es nicht und es wird am Ende des Tages zu diesem Kannibalisierungseffekt kommen. Gut, also nachdem wir kannibalisiert sind, machen wir natürlich trotzdem weiter und als nächstes versuchen wir zu konsolidieren. Und zwar in der Konsolidierung, da wollen wir jetzt uns nicht nur mit dem Zahlungsverkehr beschäftigen, sondern das Eurosystem versucht ja mit dem Projekt T2, T2S Consolidation die Wertpapierseite, die Wertpapierabwicklung und die Geldseite noch näher zusammenzubringen, dass wir die ganze Sache nicht mehr isoliert betrachten. Und da hätte ich noch mal eine Frage an dich, Gregor, weil nämlich die DZ Bank gehört ja zum genossenschaftlichen Verbund und ihr unterstützt doch eure Primärinstitute. Und nehmt ihr die da auch so ein bisschen an die Hand in Richtung Konsolidierung, wie man mit dem Target 2 T2S-Thema umgeht? Was macht ihr da zum Beispiel im Hinblick auf Infrastruktur, im Hinblick auf Netzwerkanbindung? Ob ich jetzt formulieren würde, dass wir in die Hand nehmen, würde ich eine andere Ja, Formulierung wählen. gut. Das sind 865 selbstständige Institute, was aber das Modell der Genossenschaft Finanzgruppe auszeichnet. Das, was wir konsolidieren können, werden wir konsolidieren. Deswegen versuchen wir, Infrastrukturen immer nur einmal zu bauen. Das ist unser Antritt und dann die Volks- und Raiffeisenbanken in die Lage versetzen, diese Infrastruktur dann auch bedarfsgerecht den Kunden anzubieten. Und da liegt es natürlich jetzt irgendwie doch nahe, gleich als nächstes den Herrn Beck zu fragen. Herr Beck, wie sehen Sie das? Sie arbeiten ja mit der DWP Bank, sorry, mit der DZ Bank zusammen. Sie haben im Prinzip irgendwo die gleiche Kundengruppe. Wie unterstützen Sie da die Genossenschaften auf dem Weg? Wie unterstützen Sie Ihre Kunden auf dem Weg in die Konsolidierung? Ja, also
Ganz wichtiger Punkt, in der Tat, wir arbeiten mit der DZ Bank und den sämtlichen Volksbanken an der Stelle zusammen, aber wir haben ja auch die gesamte S-Finanzgruppe bei uns und auch eine ganze Reihe von Privat- und Geschäftsbanken. Und was wir jetzt einfach sozusagen über alle Kundengruppen sehen, das hat auch nichts mit den Sektoren zu tun, ist ja zunächst mal, dass die Geld- und Stückeseite, wie wir sagen, einfach immer dichter zusammenwächst. Auch das ist auch eine kulturelle Veränderung, auch zum Beispiel bei uns im Unternehmen, dass wir hier die Teams fachlich, IT-mäßig viel stärker zusammenspannen müssen. Früher hat man da doch relativ separat sein Süppchen gekocht und jeder hat sich so auf seiner Seite gesehen. Also insofern ist das erstmal auch eine Veränderung im Unternehmen, auch wenn man zum Kunden hin performen will. Ja, also man muss sich sozusagen an der Stelle gebündelt aufstellen. Wir sehen da auch steigende Anforderungen kommen. Ich meine, die Regulatorik ist ja hier ein permanenter Treiber der Veränderung. Und wenn ich zum Beispiel an Vorstellungen bei Treasury-Abteilungen denke, auch in den Banken, Sicherheitsmanagement, Geldmanagement, großes Thema. Und um auch auf den konkreten Punkt zu kommen, also für uns ist das eines der größten Projekte, was hier jetzt auch läuft, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf. Wir haben ja auch noch CSDR und andere Themen, die hier mit reinspielen, wo wir auch immer wieder da unterwegs sind. Und gerade in dem Thema Collateral Management wird natürlich der Übergang zu diesen neuen europäischen Strukturen, ist gerade für die kleineren Institute, die ja dann auch eine Anbindung brauchen an so ein NPS und so weiter, das ist ein Riesenthema und dementsprechend sind wir da mit unseren Kunden, aber auch in den Verbänden jeweils sehr eng unterwegs. Prima. Und Frau Bender, Collateral Management, Riesenthema, alles zusammen, Riesenthema. Wo würden Sie denn da den Schwerpunkt sehen? Was ist das wichtigste Element beim Collateral Management? Woran arbeiten Sie gerade? Ja, also ich betone ja immer, dass die Collateral Harmonization Task Force ist keine ECMS-Implementierungstaskforce. Das ist, glaube ich, irgendwie das erste Missverständnis gewesen der Marktteilnehmer. ECMS ist für uns der Katalysator, aber letztendlich sind da Spezialisten aus dem Collateral-Management-Bereich zusammengekommen, weil wir eine effizientere Nutzung von Collaterals brauchen. Und Sie haben es erwähnt, es geht um die Liquiditätssteuerung in den Banken. Und da mussten wir leider auch an unbequeme Themen ran und haben uns nicht so viel Freunde gemacht, weil wir mussten an die Corporate Actions dran. Denn wenn man sich mal anguckt, wie viel Liquiditätsverluste man zu diesen Corporate Action Stichtagen hat, dann zeigt uns das eindeutig, dass da noch nicht alles erreicht ist, was wir erreichen müssen. Also mussten wir uns als Collateral Task Force mit Corporate Actions Harmonisierung auseinandersetzen, wo wir eigentlich gehofft hatten, dass Target 2 Securities schon eine Harmonisierung hätte bringen sollen. Und die Standards sind auch schon da, sie werden nur nicht eingehalten. Das heißt, es geht eigentlich in der Collateral Harmonization Task Force. ECMS war für mich, sage ich mal, wir haben das vorhin das Bild gesehen mit der Karotte, für mich war es die Karotte, die Collateral-Leute an den Tisch zu holen, weil das Eurosystem hat halt eine Katalysatorwirkung. Und es ist aber die Chance für die Collateral-Leute jetzt endlich Effizienten zu heben, die die Treasury-Leute brauchen. Und wenn wir Instant Payments uns angucken, da kommen auch nochmal neue Herausforderungen für den Treasury-Bereich. Und das heißt, umso mehr ist diese Harmonisierung notwendig. Matthias, kannst du da in irgendeiner Weise helfen? Grundsätzlich kann man als Marktinfrastruktur immer helfen. Die Schlüsselfrage ist im Wesentlichen, wie. Wir sehen das aus unserer Sicht eigentlich in einer zweigeteilten Dimension. Zum einen geht es darum, sage ich einfach mal, die Harmonisierungsstandards, die jetzt geschaffen wurden, hinsichtlich auch ECMS entsprechend umzusetzen und entsprechend dort compliant zu sein. Auf der anderen Seite geht es auch darum, den Umsetzungsdruck, der sich gegebenenfalls auf unsere Kunden ergibt, ein bisschen abzufedern. Ja, und da sind wir halt so eine Art Pufferschicht, die auf der einen Seite, so wie das beispielsweise auch in T2S die Situation ist, dass wir in den entsprechenden Formaten, wie sie vom Eurosystem erforderlich sind, entsprechend unser Reporting, unsere Instruktionen entsprechend rausschicken. Auf der anderen Seite unseren Kunden noch die Wahl lassen, zu welchem Zeitpunkt sie auf neue Formate umstellen, beziehungsweise wie sie mit neuen Standards umgehen. Das ist natürlich auf einer Transaktionsebene oder auf einer Connectivity-Ebene machbar. Wenn wir über Standards in den operativen Prozessen sprechen, glaube ich schon, dass wir hier einen Schritt weitergehen, wenngleich, sage ich einfach mal, die Harmonisierungsbestrebungen auf der Corporate Action-Seite zwischenzeitlich doch relativ weit vorangeschritten sind, auch unabhängig von T2S.
wenngleich T2S ein zusätzlicher Katalysator gewesen ist. Aber wir müssen halt doch sehen, dass Harmonisierung immer nur dann so gut ist, wie wenn in unsere Richtung harmonisiert wird, in der Art und Weise, wie wir es machen, und nicht Harmonisierung der gemeinsame Nenner von allen ist. Ja, also gibt es sicherlich doch auf nationaler Ebene Unterschiede. Und ich glaube, dass wir jetzt mit ECMS und auch den Standards, die wir da vor uns haben, auch den nächsten Verfeinerungen eine gute Chance haben, sage ich einfach mal, diesen nationalen Befindlichkeiten entsprechend entgegenzuwirken und eine effektive Harmonisierung zu erreichen. Ja, aus der ersten Runde lese ich jetzt so ein bisschen heraus. Einerseits ist gesagt worden, dass wir die Dinge zusammenpacken müssen, dass wir Dinge nicht mehr isoliert betrachten können, weil alles ineinander greift, Stichwort Treasury, Stichwort Instant. Andererseits, gerade bei dir, Matthias, ist auch wieder so ein bisschen eine gewisse Zögerlichkeit herausgekommen. Und deshalb hätte ich jetzt noch mal eine Frage an Sie ins Publikum, und zwar: Ist der Zeitrahmen für die Umsetzung der T2S-Konsolidierung von ECMS und der begleitenden Harmonisierung, ist dieser Zeitrahmen angemessen? Bitte jetzt. Ja, also ihr dürft auch mitmachen, ja? Ja. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, was da rauskommt. Genau. Ist der Herr Friedrich noch da? Also, weil ich würde sagen, hier haben wir doch sozusagen die mentale Grenze im Kopf schon ziemlich weit nach vorne verschoben. Yes, we can. Also, und jetzt hätte ich gerne da die Fachleute dazu. Dich juckt schon in den Fingern, Gregor, bitte. Ja, yes, we can. Welche Aussage haben wir erwartet? Das ist eine Vorgabe, die wir erfüllen müssen. Ich hätte mich gewundert, wenn jetzt irgendjemand eine andere Aussage getroffen hat. Wichtig ist doch, dass wir ganz ehrlich miteinander umgehen. Wir haben ja nicht nur das eine Projekt, wir haben x Projekte. Und wir haben viel vor der Brust und die Zeit ist sehr knapp bemessen meiner Wahrnehmung, und wir sollten wirklich genau schauen. Wir schaffen es nur dann, wenn jeder an der Wertschöpfungskette genau das macht, für was er verantwortlich ist, und es so konkret macht, dass wir wirklich auch über Standards und sonstige Dinge in der Zukunft reden können. Da glaubst du, dem steht irgendwas entgegen? Ja, wir müssen es tun. Ja. Das sonst ist ja nicht. Ich glaube, da müssen wir uns alle, jeder in seiner Verantwortung sagen, wir müssen das gemeinsam angehen, und dann müssen wir auch den Mut haben, und deswegen hätte ich eben das grundsätzlich gerne weg, wir müssen den Mut haben, dann auch Standards zu setzen und dann auch Standards zu akzeptieren. Und wenn da jetzt schon Arbeit geleistet wird, dann sollten wir die Arbeit auch ernst nehmen und dann auch umsetzen. Nur wenn wir harmonisieren, können wir auch Konsolidierung integrieren. Aber da brauchen wir auch den Mut zur Harmonisierung. Frau Bender, Sie nicken. Ja, ich freue mich über das Ergebnis und habe wirklich gedacht, der Mental-Magier hat gute Arbeit mit uns geleistet, denn gerade die Collateral Harmonization Task Force hat doch starken Gegenwind gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Von wem, bitte? Von wem? Von wo? Von den 33%. Also, ich erinnere mich an den Swift Securities Day, der von nicht vor allzu langer Zeit in Frankfurt war, und da war ein ganz anderer Wind. Insofern, ich glaube schon, es sind große Herausforderungen. Die Menge an Projekten ist massiv. Aber gerade weil die Themen auch miteinander verknüpft sind, ist vielleicht auch so die Haltung in den Banken da, dass es eine Chance ist, dass jetzt endlich Dinge zusammengefügt werden. Der Matthias hat es erwähnt, ich glaube zumindest wir jetzt mit der Collateral Task Force versuchen aber auch jetzt ein bisschen den Zeitplan zu entzerren. Wir haben einen Phasen-Approach eingeführt, die Tri-Party-Agents haben sich, sage ich mal, selbst verpflichtet, irgendwie für ihre Teilnehmer den Übergang zu erleichtern, weil nur die Tri-Party-Agents direkt auf den ISO 20022 Standard gehen und wir so ein bisschen die Kunden davor schützen, im ersten Moment den Schritt zu machen. Und insofern glaube ich, wir versuchen so ein bisschen die Zeitleiste zu entzerren, weil es anerkannt ist, dass da gesamtprojekttechnisch eine große Herausforderung kommt. Können wir das Resultat von der Umfrage nochmal haben, bitte? Ja. Es ist nicht, hast du gehofft, dass es sich verschiebt? Nee, nein. Aber ich würde gerne ein bisschen in dieser Ecke nachbohren. Es ist nicht zu schaffen. Matthias, warum glaubst du, haben ja doch ein Drittel geantwortet, dass es nicht zu schaffen ist? Wo hast du ein Gefühl dafür, wo Probleme liegen könnten?
Also wenn es, sage ich mal, so eine Negativmeinung gibt, dann kann es gegebenenfalls daran liegen, was eben schon vom Gregor erwähnt wurde, dass gegebenenfalls in den einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette nicht klar ist, wer was zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, da muss noch eine ganze Ecke an Aufklärung erfolgen. Ja, auf der anderen Seite ist das, was auch eben von Gesa beschrieben wurde, der normale Weg, wenn es um Harmonisierungsmaßnahmen geht. Jeder ist enthusiastisch, wenn es darum geht, Standards zu vereinbaren und zu diskutieren. Wenn es dann darum geht, diese Standards auch effektiv zu implementieren, dann haben wir schon eine viel größere Zurückhaltung, weil dann geht es um die Priorisierung von Projekten, dann geht es um Verschiebung von Budgets und so weiter und so fort. Und demzufolge wird die Realität von Standards zu schaffen immer noch einen weiteren größeren Schritt bedürfen als das, was, sage ich einfach mal, normalerweise da ist. Und da hilft es natürlich, wenn man Katalysatoren hat, wo man gezwungen wird, man als Markt, als Marktteilnehmer gezwungen wird, entsprechend zu einem Stichtag etwas hinzubekommen. Das, was wir hier auf dem Slide aber auch sehen, ist meines Erachtens eine relativ klare Finisher-Mentalität, ja, im Sinne von, ja, wir schaffen das in den jeweiligen Stufen in der Wertschöpfungskette, überhaupt gar keine Frage. Ja, aber das, was wir uns dann trotzdem anschauen müssen, ist, ja, es ist zu schaffen, aber man muss sich eben auch anschauen, zu welchen Zeitpunkten denn diese Projekte implementiert werden. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht noch mal reingucken, etwas konkreter, um wirklich sicherzustellen, dass wir nicht zu große Risiken in der Implementierung auf uns nehmen, weil ja doch die Planung so aussieht, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dass T2-T2S-Konsolidierung 2021 November vermutlich wieder standardmäßig mit dem SWIFT-Release zusammengelegt wird, ergibt sich daraus ein systemisches Risiko, wenn einer nicht fertig ist, weil es ja einen Big Bang gibt zu dieser Konsolidierung. Ja, Fragezeichen, gibt es ein Risikoassessment dazu oder müssen wir da nochmal drüber nachdenken, gemeinschaftlich, ob man das ein bisschen zeitlich entzerrt. Ja, bei ECMS dasselbe Spiel. Ja, man sollte schauen, dass man dort Zeitpunkte findet für eine Implementierung, speziell wenn es eben keine stufenweise Implementierung, sondern Big Bang gibt, dass man das frei hält von anderen Implementierungsterminen, die nicht nur national oder europäisch, sondern auch auf globaler Ebene entsprechend anhängig sind, weil es dann auch eben Querschläger geben kann, die vielleicht nicht gewünscht sind und auf einmal hier eine Implementierung ins Risiko setzen. Aber darf ich da gerade nochmal nachfragen, weil du das SWIFT-Release erwähnst im November. Also man kann natürlich schon überlegen, macht man es vorher, vor dem SWIFT-Release, hat aber auch irgendwie den Nachteil, dass man dann doch zwei Welten unterstützen muss. Und wenn wir es nachher machen, kommt das gleiche Thema wieder hoch. Also stimme dir sicher zu, wir können da noch mal schauen, aber ein Königsweg ist so auf den ersten Blick nicht erkennbar. Ich sag mal so, ich möchte nicht so verstanden werden, dass die Dinge entzerrt werden. Worum es mir geht, ist, dass man relativ objektiv ein Risikoassessment hat, auf was man sich dort einlässt, wenn man es gemeinsam macht, sodass man diese Risiken dann auch managen kann. Ja. Weil der zeitliche Vorlauf, den wir jetzt noch haben, ist meines Erachtens lang genug, um diese Dinge einzuleiten und dann auch richtig hinzubekommen. Also die Hausaufgabe, dass wir uns das nochmal anschauen, die nehme ich mit. Das werden wir im Eurosystem bestimmt nochmal diskutieren. Vielleicht, wenn wir die Hausaufgabe ergänzen dürfen, eine Bitte, dass wir auch die ganzen Abhängigkeiten, ich glaube, da darf der Matthias ja hingewiesen, ist ja nicht nur ein Punkt, es gibt verschiedene Dinge, dass wir die ganzen Abhängigkeiten der verschiedenen Aktivitäten, die derzeit laufen, dass wir die transparent machen, nur dann kann ich Risiken bewerten und wenn ich sie bewerten kann, kann ich sie auch managen. Ja, aber da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da unsere Finisher-Mentalität nicht sozusagen irgendwie verlieren. Also das, glaube ich, wäre schon ein Punkt, dass wir über die Risikobewertung das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber ich glaube, über eine größere Transparenz gehen die 33% zu den 62. Ja, genau. Okay, das ist ein Punkt. Weil wir haben das auch gesehen bei der Meldung des Migrationsstatus. Wir machen ja so ein Statusreporting. Da haben wir für den deutschen Markt so eine Mischung aus Grün und Gelb bekommen und haben dann am Ende auch also den Migrationsstatus Gelb entsprechend gemeldet. Aber Herr Beck, vorhin wurde mal gesagt, also jeder auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette muss wissen, was er zu tun hat. Wissen Sie es denn, was Sie zu tun haben? Ja, wir wissen schon. Und ich würde auch gerne mal auf dieses Bild eingehen. Ich glaube, man kann die Einstellung von 1 ein bisschen mit 2 auch verheiraten.
ja. Weil es ist auch gesagt worden, natürlich wollen wir da alle ins Ziel kommen, aber man muss vielleicht auch schauen, kommt man mit allem gleichzeitig ins Ziel und auch in welcher Perfektion. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Wir haben ja da auch Erfahrung aus T2S, wir haben auch viel Erfahrung aus anderen Regulierungsprojekten. Wir in Deutschland wollen es ja auch immer besonders gut machen. Mhm. Da sind ja andere Nationalitäten manchmal etwas anders unterwegs. Also insofern, das aber eher mal so als Bemerkung emotional. Klar, ich nochmal auf T2S zurückkommen, da haben wir ja sehr viel Erfahrung gemacht, was es heißt, so ein Infrastrukturvorhaben aus der Ecke für viele hundert Kreditinstitute zu realisieren. Und da arbeiten wir ja auch sehr eng mit der Clearstream zusammen, die ja da auch eine ganz zentrale Rolle hat im deutschen Markt. Und das ist aber wirklich wichtig, dass Transparenz herrscht, dass wirklich klar ist, was gemacht werden muss, dass man sich über eine vernünftige Reihenfolge verständigt und dass wir auch wiederum, weil wir sind ja sozusagen so in der Mitte vom Ganzen, wir müssen eben auch die Möglichkeit haben, wiederum mit unseren Partnern, mit denen wir das realisieren, das sind zum Beispiel Rechenzentralen, das sind Verbundunternehmen, dass wir mit denen die Dinge frühzeitig klarziehen können. Also allein dadurch, dass wir zum Beispiel bei der DWP-Bank sagen, das ist ein Muss-Thema und damit hat es Prio 1, ist es noch nicht passiert, sondern wir bewegen uns hier letztlich in Ökosystemen und zwar nicht nur zu einem hin, wie zur Clearstream, sondern auch zu vielen anderen Instituten, zu IT-Partnern, mit denen wir das eben machen würden, gerade wenn man an die Verbünde denkt. Insofern haben wir da einfach eine hohe Komplexität. Da müssen wir auch Transparenz schaffen in Ihre Richtung, ist völlig klar. Ja. Ich glaube, das tun wir auch. Und dann werden wir das auch sicherlich hinbekommen. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, diese Themen haben eben, das ist die eine Frage ist ja, kriegen wir das hin? Ja? Die andere Frage ist, was ist der Preis dafür, dass wir es hinbekommen? Und der Preis dafür ist, dass wir erhebliche Verdrängungseffekte haben auf andere Themen, die jetzt nicht mit solchen Deadlines versehen sind, sprich Innovationsthemen, Veränderungsthemen. Also dass wir zahlen alle auch einen Preis dafür, jeder seinen eigenen. Aber den Punkt möchte ich schon auch mal machen, dass man eben diesen Teil, der sozusagen dann eher unsichtbar ist, das dürfen wir nicht ausblenden. Das ist ein Thema, was wir generell bei regulatorischen Themen in den letzten Jahren im weitesten Sinne haben, wenn permanent 40-50% von Change-Aufwänden, und das sind Change-Aufwände hier, in regulatorische Anforderungen gehen, dann hat das einen Preis. Und ich bin jetzt nicht nur bei Euros, sondern einfach auch im Sinne von Innovationsgeschwindigkeit, die wir eben entsprechend abbilden können. Das ist kein Jammern, das ist einfach eine Feststellung und vielleicht muss man das auch mal noch mehr transparent machen. Also darf ich das zuspitzen, Herr Beck? Also die Digitalisierung leidet unter der Konsolidierung, wollten Sie das sagen? Da haben Sie mich richtig gelesen. Ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass der Schmerz nicht zu groß wird und versuchen uns jetzt noch in eine andere Richtung zu bewegen, weil wir haben bisher noch nicht über ISO 20022 gesprochen. Und bei dem Projekt Konsolidierung, bei dem Weg nach vorne, kommt man eigentlich an dem Thema nicht vorbei. Und ich würde es mal so formulieren, also die Frage an dich, Gregor, rücken durch die ISO 20022 Migration der Zahlungsverkehrsseite, rücken dadurch Wertpapierabwicklung und Zahlungsverkehr noch näher zusammen? Ich bin der festen Auffassung, das ist ein Beschleuniger, es wird zusammenrücken. Das ist jetzt für mich so einer der beiden Beschleuniger, dass wir wirklich auch über Konsolidierung von Zahlungsverkehr und Wertpapier miteinander reden und dass das eine Voraussetzung ist, noch effizienter beide Komponenten zukünftig abzuwickeln und zu handeln. Frau Bender, was meinen Sie zu ISO 20022? Gibt es nochmal einen Harmonisierungsschub? Also zunächst mal ist es für mich nicht ISO 20022, was wir brauchen, sondern wir müssen zusammenrücken. Ja, und aus Sicht des Collateral-Marktes ist das nun mal genau. Collateral ist immer das Bindeglied zwischen Cash- und Securities-Seite. Und insofern ja, wir müssen dringend näher zusammenrücken. Und da ist der neue Standard, das ist wie mit einer gemeinsamen Sprache für Europa. Es hilft, wenn wir in der gleichen Sprache kommunizieren. Insofern ist das eine Vereinfachung, aber es ist eher das Mittel zum Zweck. Also eher das Mittel zum Zweck. Herr Beck, sehen Sie das genauso? Sehe ich ganz genauso, muss man gar nicht viel dazu sagen, bedeutet aber eben auch, dass wir, nachdem wir auf der Geldseite ja mit T2S schon sozusagen da angekommen sind, auf der Wertpapierseite dort technisch ankommen müssen. Mhm. Und das ist eben auch nochmal eine durchaus signifikante technologische Weiterentwicklung, die man da realisieren muss.
Wir sind ohnehin unterwegs, unser Kernsystem weiterzuentwickeln. Insofern ist das sozusagen ein Thema, was wir jetzt gleich miterledigen werden. Aber ist einfach nochmal durchaus ein anspruchsvolles Thema in der Umsetzung. Aber ich bin völlig bei Gregor Roth und bei der Frau Bender. Geld und Stücke müssen gesamthaft betrachtet werden. Wir hatten es ja schon am Anfang der Diskussion. Matthias, du hast jetzt das Schlusswort hier. Also ISO 20022 ist ein klarer Integrationsfaktor, wenngleich wir natürlich sehen müssen, dass dieser schrittweise erreicht wird. Auf der Wertpapier-Settlement-Seite haben wir das bereits in den Schnittstellen nach T2S. Die Payment-Seite zieht über die Konsolidierung nach. Wir sind auf der Collateral-Seite dabei und müssen natürlich schon insgesamt konstatieren, dass speziell die Wertpapierabwicklung jetzt außerhalb von Settlement-Transaktionen auch noch Bereiche umfasst, in denen 20022 Standards weiterentwickelt werden, auf der Fondsseite etc. pp. Und das sollte das dann eigentlich komplementieren. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt im Augenblick schon ein sehr großes Zusammenspiel, sage ich einfach mal, zwischen der Liquiditäts- und der Wertpapierseite. Und das sollte die Norm für die Zukunft sein, wenn wir uns, sage ich mal, in den Infrastrukturthemen unterhalten, weil wir es dann einfach eben gemeinsam und gemeinschaftlich anpacken müssen. Also Matthias, ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort, da kann ich gar nichts mehr draufsetzen. Deshalb danke ich Ihnen und ich danke meinen Panelisten und Interviewpartnern für das gute Gespräch zur Zahlungsverkehrs- und Nachhandelsinfrastruktur der Zukunft. Danke.